Starro von der scharfen Klinge. Und hier haben wir wieder ein Video für meine Serie Billig oder günstig. Und da kommt man irgendwie nicht dran vorbei an der Marke Ganzo. Hier haben wir das gute Stück. Diesmal ein Liner Lock, Frame Lock, entscheidet selber, was ihr meint, was es ist. Kommt in dieser Verpackung. Hier ist die genaue Bezeichnung. Wir haben ein Ganzo G7522BK. Kommt in diese Verpackung. Kleiner Blick, da kriege ich es auf. Mit so ein kleines Säckchen. Schon mit dem neuen Firebird-Logo. Und hier haben wir das gute Teil. Angekommen ist das Messer in einem nicht so berauschenden Zustand. Wir hatten einen mega Schiefstand der Klinge und der Access Folder lief nicht. Ich habe dann die Klinge ein wenig reguliert und geölt und jetzt geht der Flipper ab. Die Schmitzkatze. Naja, Schmitzkatze ist übertrieben, aber sehr gut, wie ihr seht. Bevor ich kurz auf die Einzelheiten komme, handeln wir doch mal die technischen Daten ab. Wir haben hier wieder 440C Stahl, wie üblich bei Ganzo. Auf jeden Fall geben sie das an. Wir haben hier eine Gesamtlänge von ca. 21 cm, eine Klingenlänge von 9,3 und eine effektive Schneide von 9 cm. Grifflänge haben wir 11,9. Also ein schöner großer Folder. Finde auch ganz gute Handlage bei mir. Passt auch noch einiges an größeren Händen rein, wie ihr seht. Und ganz, ganz leichtes seitliches Spiel. Aber das kriege ich bestimmt wieder noch mal hin, wenn ich ein bisschen einstelle, ohne ganz so die Flipper-Eigenschaften zu verstellen. Kleiner Augenblick, das machen wir noch direkt. Sekunde, wofür haben wir denn? Die tollen Schweizer Taschenmesser. Ah, ein kleines bisschen noch. So. So, seht ihr, jetzt haben wir kein Klingenspiel mehr. Ah. Aber immer noch einen guten Klingenlauf. Jetzt haben wir nämlich kein Spiel mehr. Klingenstand ist nicht ganz perfekt, wie ihr seht. Aber wie gesagt, wenn ich ansonsten den perfekt machen würde, dann kriegen wir tatsächlich Klingenspiel. Aber ich finde, das ist noch okay. Ja. Ansonsten finde ich auch ein relativ gefälliges Design. Bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich kenne das Design sonst nicht. Könnte sein, dass das von ganz seiner eigenen Entwicklung ist. Kommen wir mal zu den positiven Eigenschaften. Also erstmal, das flippt sehr gut. Nachdem das geölt ist und das eingestellt ist, ist der Klingenlauf recht gut. Top. Also für ein Kugellager recht ordentlich. Was ich auch gut finde, ist, dass der Detent nicht so stark ist. Bei einem Messer, was auch noch eine andere Öffnungshilfe hat, hier Daumenpins,
finde ich, sollte eine kontrollierte Öffnung möglich sein. Und wenn der Detent einfach zu stark ist, dann ist das nicht möglich. Und von daher finde ich das gut, dass der bei dem Ganzo nicht so stark ist. Zwar stark genug, dass die Klinge hält und dass der ordentlich flippt, aber halt noch schwach genug oder schwach, ausreichend schwach, damit wir die Klinge hier locker über die Daumenpins öffnen können. Da können wir es ja auch drüber, wie ihr seht, super flippen. Also da hat Ganzo das recht gut gemacht. Schärfe der Klinge ist auch okay. Also das Messer ist tatsächlich scharf, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Anschnitt ist auch okay. Wo sie absolut daneben gelegen haben, ist, dass dieser Anschliff oder der Schliff überhaupt der Klinge nicht symmetrisch ist. Also das hier ist mehr geschliffen, reingeschliffen als auf dieser Seite. Also den haben sie verbockt ganz so, der Anschliff. Aber gut, ist glaube ich auch zu verschmerzen. Was ich nicht so an dem Ganzen mag, diese blaue Anodisierung der Schrauben, die ich bei diesem Messer eigentlich auch für unnötig finde, erachte, nicht so doll finde, der ist missglückt. Wie ihr seht, überall hier Verfärbungen, auch die Schrauben hier insgesamt sind nicht gut verarbeitet. Hat auch überall schon Macken, auch wenn ihr nicht seht hier an der Kamera. Also das ist nicht so gut gelungen. Was ich auch nicht berauschend finde, ist, oh, der Pocketclip ist noch gut, ja, da kann man nicht meckern. Aber wenn der Clip schon umsetzbar sein sollte, dann würde ich ihn nicht tip-up, tip-down machen, weil das hier in diesen Bolstern nicht so schick aussieht, sondern eher für Rechts- und Linksträger das machen. Aber nun gut, ist nur meine Meinung. Ja, dieses G10 hier finde ich nicht besonders. Das fühlt sich wirklich extrem billig an. Sorry Leute, aber das ist nicht so dolle. Was ich auch bemängeln muss, ist tatsächlich ja, Leine oder Frame, wie man mal das nennen möchte. Wie gesagt, wenn ich es noch nicht gesagt habe, da ist natürlich kein Titan, sondern Stahl. Logischerweise, preismäßig muss man das sehen. Der ist extrem stark. Also da muss man echt ordentlich rüber langen mit Kraft, um den zu öffnen. Das Klinge wieder zu entriegeln. Und Spielspaß kommt da nach mehrmaligen Öffnen schließend nicht auf. Verarbeitungstechnisch ist das Messer auch nicht auf der Höhe. Ich glaube, ihr seht es kaum. Aber die Verarbeitung der G10-Scheine zu den Stahllinern ist leider nicht so dolle. Das habe ich bei Ganzo schon besser gesehen. Was ich auch ein sehr großes Manko, das Manko erachte, ist tatsächlich hier die Aussparung. Die ist extrem scharf. Da kann man sich tatsächlich mal die Haut aufschneiden. Hört ihr, ich bleibe da schön dran hängen. Ja, und jetzt kommt auch etwas, was aber nur subjektiv ist. Wenn ich das Messer aufschleudere, das hört sich ja noch halbwegs gut an, aber im Schließen, dieser Klack beim Schließen, der hört sich doch total billig an. Also, sorry Leute, finde das extrem scheiße Geräusch. Aber das Geräusch, muss man ganz ehrlich sagen, ist zweitrangig, würde ich fast behaupten. Aber ist ja auch nur meine Meinung. Von daher lassen wir das mal
so da stehen. Klingendicke ist 3 mm, so viel ich weiß. 440C Stahl, Flachschliff, nicht ganz durchgezogen, hier diese doch recht schöne, ja, Blut drin, was weiß ich, Aussparung der Klinge. Hier auf der Seite haben wir das typische Ganzo und auf der Rückseite das neue Firebird Bird Logo und hier die Bezeichnung und der Stahl. Fazit: Wenn ihr das Messer in China bestellt, 20 Euro. Und da würde ich, wenn man die Frage stellt, billig oder günstig, würde ich sagen günstig. Nun, aber nicht jeder will in China bestellen, sondern kauft in Deutschland, wo man die ganze Serie jetzt auch überall bekommt. Nur da haben wir einen Preis von 35 Euro. Und ganz ehrlich, bei diesem Messer zumindest sind 35 Euro echt zu viel. Also da habe ich zu viele Marken und nee. Leute, da kriegt ihr für 35 Euro, selbst in Deutschland, besser verarbeitete Messer. Oder ihr haut nochmal 15 Euro dabei und kriegt ein Top Real Steel in Deutschland gekauft. Also wie gesagt, 35 Euro Deutschland, das ist nicht billig, das ist auch nicht günstig, das ist zu teuer für das Teil. 20 Euro in China, wenn ihr das da bestellt, okay, dann würde ich sagen günstig. Also da muss man echt unterscheiden, wer in China bestellt, kein Ding, so wie ich, 20 Euro, das ist okay, das ist kein Bombenpreis, aber das ist okay für die Verarbeitung. 35 Euro hier in Deutschland würde ich nicht dafür bezahlen. Gut, das war's dann schon. Ich sage dann mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Scharfe Grüße, euer Wix Spider.